Ich finde es natürlich total toll und spannend, dass wir jetzt auch ganz offen über Dinge sprechen, über die einige Jahre nicht gesprochen worden sind oder die auch nicht die Mehrheitsposition gewesen sind. Das ist mir schon gestern Abend bei den Diskussionen aufgefallen. Stichwort Gesundheitspolitik, aber auch in anderen Feldern, wo jetzt etwas ausgesprochen wird, was über Jahre tabu war. Ich bin ja einer von denen gewesen, die der Gesundheitsreform nicht zugestimmt haben. Jetzt ist ganz klar unser Modell der Bürgerversicherung, das ja unser Markenzeichen ist. Das ist das, was sozial gerecht ist. Und das müssen wir auch in Zukunft offensiv vertreten. Und jetzt auch, wo die FDP die Kopfpauschale will, müssen wir sagen, das ist nicht unser Modell einer solidarischen Versicherung. Es gibt viele, viele Themenfelder. Ottmar Schreiner hat gestern Abend sehr viel dazu gesagt, wo wir jetzt auch in die Offensive gehen können. Und insofern ist es auch eine gute Zeit für die demokratische Linke.